Ja, das Spiel ist extrem laut. Ja, liebe Leute, damit ganz herzlich willkommen zum ersten Teil der Simulationswoche. Mal ganz kurz erklärt. Also wir spielen oder es kommt jeden Samstag sozusagen eine andere Simulation. Und ja, also falls es euch dann auch irgendwie gefällt, ja, oder mir besonders gefällt, dann werde ich das Projekt auch als Let's Play machen, zumindest ein paar Folgen lang. Und ja, man könnte es so ein bisschen wie die Trash Night ansehen, denn ich war ja unterwegs in Köln und da habe ich so ein Bundle gekauft mit so 20 Simulationen. Ein paar davon kenne ich schon, ja, aber die sind größtenteils richtig alt, die Simulationen. Alle von 2011 oder 2012, 2013. Da ist die Grafik natürlich richtig scheiße. Aber wir werden es trotzdem machen, weil ich finde es immer lustig, solche Spiele zu spielen, auch wenn die Grafik total zum Kotzen ist. Da haben wir auf jeden Fall 20 Simulationen zur Auswahl. Ich werde nicht alle spielen, weil ein paar gehen auch nicht. Aber heute spielen wir erstmal Der Planer. Und zwar in der Version Oil Enterprise. Ja. Ich habe ja schon den Planer 4 und 5 gespielt. Und ich habe das gesehen und dachte mir einfach nur, okay, probier's doch einfach mal aus, ja. Und das tun wir heute. Und zwar Netzwerkspiel, nein, wahrscheinlich Szenario Daten. Ach du Heilige. Ich würde erstmal sagen Tutorial. Jawohl. Denn ich habe keine Ahnung, wie das Spiel hauptsächlich funktioniert. Hallo Boss, ich bin Isabelle und zeige Ihnen nun Ihr neues Unternehmen. Zuerst sollten wir eine Probebohrung durchführen. Bauen Sie das entsprechende Gebäude auf eine beliebige Stelle am Ölfeld. Sie können sich mit dem Tasten. Das ist für mich so extrem laut. Sie können sich mit den. Wo war ich? Mit den Tasten WASD oder mit der Maus auf das Feld bewegen. Auf dem Feld bewegen. Mit Q und D drehen Sie die Kamera. Okay. Ölfeld erweitern. Probebohrung. Baukosten 75.000. Wie viel habe ich denn? Bauzeit 5 Stunden, okay, Kosten pro Monat nichts. Kaufen. Kann ich irgendwie hin und weg zoomen? Auf der Minimap sieht man die Reichweite der Daten auf die. Okay. Ja, okay. Das Gebäude wird errichtet und steht zur Verfügung. Ja. Drücken wir mit den Pfeiltasten. Was oben rein? Ach so. ja, okay. Okay, nun brauchen wir eine Pumpe, die das Rohöl fördert. Ach, das war's schon, oder was? Das war die Probebohrung. Okay. Pferdekopfpumpe. Wenn Sie sich im untersuchten Bereich aufstellen, sehen Sie schon vorab die Effizienz. Sollten Sie das Gebäude beim Platzieren drehen wollen, so geht das mit der rechten Maustaste. Achso, hier ist die Effizienz nicht so gut. Hier ist der 100%, okay. Dann stellen wir die mal dahin. Das Gebäude wird errichtet und steht 5 Stunden zur Verfügung. Naja, Boss, Sie kennen das ja schon. Zeit aktivieren.
bis das Gebäude gebaut wurde. Alles klar. Ich kann mich jetzt null bewegen. Als nächsten Schritt in der Produktionskette benötigen wir ein Raffineriegebäude. Es bereitet das von den Pumpen geförderte Rohöl auf und wandelt es in raffiniertes Öl um. Bauen Sie jetzt einen Produktionstank. Ah, okay. Als nächstes habe ich doch kaufen. Okay. Okay, das ist jetzt egal wo, oder? Dann bauen wir es mal dahin. Sehr gut, wir können jetzt sogar schon Öl fördern können. Was? Wir würden jetzt sogar schon Öl fördern können. Nur leider können wir es noch nirgendwo lagern. Daher brauchen wir noch einen Lagertank. Jawohl. Einen Lagertank. Den packen wir mal hier hin. Geht nicht? Okay. Und dahin. Achso, da kommt noch das Ding außen. Okay. Und haben wir raffiniertes Öl. Fertig zum Verkauf am Weltmarkt. Oder Mittel. Dazu benötigen wir eine Pumpstation, die das Öl aus dem Lagertank in die. Okay. Kaufen. Sprechen? Ja, hallo. Reicht, ist gut, danke. Wie können wir hier platzieren? Okay. Das läuft alles unterirdisch dann, oder wie? Jetzt, wo wir ein funktionierendes Ölfeld haben, sehen wir uns doch kurz die Produktionsübersicht an. Produktionsübersicht. Okay. Okay. Machen beschränkt alle anderen Bereiche. Okay. Raffinerie, Lager, fast nix. Die Logistik auch nicht. Also das heißt, wir bräuchten. Hey, ich bin Hector. Und Isabel hat etwas vergessen. Wartung, weil die Gebäude in Schuss und Sicherheit verhindert Unfälle. Sehen wir uns dazu kurz die entsprechende Übersicht an. Wartung und Sicherheit. Wartung sorgt dafür, dass unsere Technik in Schuss bleibt. Je geringer die Wartung ist, desto schneller verringert sich der Zustand unserer Gebäude. Bei Übererfüllung bleibt sogar genug Zeit für für kleinere Reparaturen. Ja. Sicherheit hilft dabei, Unfälle zu vermeiden bzw. gegenzuhalten. Wenn tatsächlich einmal etwas passiert, Übererfüllung hat hier keinen weiteren Effekt. Ja, schön, aber wie kriege ich das weg, meine Fresse? Danke, Hector, das bringt uns aber zum wichtigsten überhaupt Geld. Um Geld zu machen, müssen wir erstmal etwas produzieren. Lassen wir also etwas Zeit vergehen, bis wir 300 Barrel Öl eingelagert haben. Wo sehen das überhaupt? Nun haben wir ein Produkt, wir sollten es auf dem Weltmarkt verkaufen. Verkaufen Sie nun Öl, indem Sie die gewünschte Menge wählen. Max. Verkaufen. Ja. Markt schnell Zutriff. Okay.
Mit Lieferverträgen geht das Verkaufen pro Region um einiges leichter. Was die einzigen Haken daran ist, die damit in eine Richtung einzugehen. Also es ist verfügbare Verträge. Ganz unten ist der Vertragsplaner. Mit ihm lässt sich planen, ob der Vertrag mit unserem Produkt und unserem eigenen Lager erfüllbar ist. Aber Vorsicht, er zeigt nur eine Projektion, wenn es genauso weiterläuft wie jetzt. Okay. Unterzeichnen. Wir müssen ab eine Menge von täglich liefern können. Oh. Hauptquartier. Hast geschafft, sehen wir uns nur kurz die Weltkarte an. Weltkarte. Oh. Okay. Wo bin ich jetzt? Vergessen, wo ich bin. Golfregion, ja. Okay. Vielleicht bauen wir noch mal was. Das. Sicherheit, Rüber und kleine Pumpstation. Okay. Was ist das? Das ist die kleine Pumpstation, ist das hier? Okay. Kaufen. So, aha. So. Das heißt, ich könnte jetzt Max verkaufen. Hier. Hauptquartier. Das ist unser Hauptquartier, was ist das? Kosten pro Barrel. Okay. Ölfeld. Warum kann ich eigentlich nichts weiteres bauen? Umfeld. Okay. Weltkarte. Wir sind jetzt hier, Golfregion.
Okay, das sind die Grundlagen, den Rest werden wir bei Bedarf. Alles klar. Okay. Ein neuer Liefervertrag ist verfügbar. Ja, schön. Was ist das? Ölfeldinformation. Okay, kann ich da jetzt bauen oder? Ja, ich kann bauen. Gaslift. Das Alarmzentrale. Gaslift? Okay. Okay. Oh. 2 Wochen. Oh, ich muss verkaufen, muss verkaufen. Heute stehen in ihrer Logistin. Oh, okay. Logistik ist voll. Produktionstank. Produktionstank. Okay. Warum stehen wir jetzt bloß noch 250 zur Verfügung? Wir haben den Lieferbetrag mit dem Über verfehlt. Was? Okay. Okay. Die ist noch bei 100%, die auch. Okay, wir haben jetzt also 1 Million Strafe, ja, alles klar. Kapazität 3000, was bringt der? Wie viel liefert denn der? Pumpe. So, wir müssen noch warten, bis das. Oh. Kann ich das irgendwie anhalten? Dann kommen wir diesen Tag vorbei. Wir haben dann 4.400.
Verfügung. Das heißt, ich könnte eigentlich nochmal so eine einen Gaslift bauen. Warum muss man da so viel Platz lassen? Sechs Tage noch. Vier Tage. Wir müssten hier auch mehr reinkommen. Schwarzes Gold. Öl gefördert. Okay, cool. Ja, mach weiter. Okay, da sieht man jetzt nicht so viel. Das ist bald fertig. 3 Tage immer noch. Noch ein Tag. Auf geht's! Jawohl. Sehr schön. Ach, ich kann es sehen, diesen Weibisch. Nur die Kapazität in diesem Bereich beschränkt alle anderen Bereiche. Jojo. Ausbeute 12%. Setzen wir hier wieder zu wenig. Kleine Pumpstation. Okay. Das heißt, wir müssten eigentlich noch mal so einbauen. Was ist das? Rost erbaut. 100 Wartung. 3 Wochen, 2 Wochen, 3 Wochen. Ja, bauen wir das noch mal. Kaufen erstmal wieder auf dem Ölmarkt. So, dann brauchen wir noch. Naja, noch eins von dem hier kaufen. Das können wir hier hinsetzen. 100 könnten wir noch mal einen Tank kaufen. Und dann könnten wir eigentlich nochmal 2 Gaslifte bauen. So, einmal.
Wir haben noch keine 180.000. Jetzt schon. Okay. Wie sieht es denn mit der aus? Immer noch 100? Okay. Reparieren. Lol. Nee, eigentlich nicht. Was ist das, die kleine Pumpstation? Produktionstank und das ist eine Lagertank. Okay. Okay. Gucken wir nochmal. So, verfügbare Verträge. Dann könnten wir das da unten eigentlich gleich starten. Warte, was war das gerade? Marktmeinung 33. Oh, der Ölpreis sinkt und sinkt. Jetzt steigt er wieder. Logistik 1005. Ah ja, okay. So, das ist auch bald fertig. 6 Tage. Eine Woche. Okay, die Pumpe ist auch fertig. Kaufen. Bei der Prüfung der Beschaffenheit der Lagerstände stellen unsere Experten fest, dass das Vorkommen kleiner ist als ursprünglich angenommen. Ja, und jetzt? Ja, und? Kostenanalyse. So, das ist jetzt fertig. Oh, wir sind wieder ganz oben. Wir müssen ab 14 eine Menge von Wirbelteig liefern können. Okay.
Okay. Oh, wir sind voll. Ups. Okay. Dafür ist die Logistik da. Okay. Wo war denn 33? Okay. Aber da wird es auf jeden Fall mal Zeit wieder für so ein paar Produktionsangst. Aber hat natürlich auch sehr, sehr viel mit dem alten Planer zu tun, muss ich sagen. Weil da ging es ja hauptsächlich dann um die LKW-Verteilung. Und das ist ja jetzt, ich sag mal, nicht wirklich was anderes. Lang geht der Vertrag. Laufende. Noch 6 Wochen. Oha. Okay. Da spulen wir mal ein bisschen vor. Können wir auch gleich nochmal einen bauen, der nicht reinpasst. Machen wir hier nochmal eine Probebohrung. Okay. Machen wir hier auch nochmal eine. Das ist nicht wirklich gut. Ich habe jetzt 11.000. Okay. Jetzt mal ein bisschen verkaufen hier.
dann bauen wir auf jeden Fall noch mal so eins. Okay, braucht das so viel Platz? Stellen wir das mal hier hin. Und dann noch mal eins daneben. Also. Nur bei 7000. Ja, von mir aus. Ja, ist okay. 7000. Achthundert. Moment bitte. Hallo, Moment bitte. Alter. 7800. Noch zu früh zum Rechnen. 8600. Ja, wir können jetzt noch genau noch zwei bauen. Perfekt. Können hier noch mal ein bisschen verkaufen. Bombig. Dann starten wir mal. Ja, cool. Das passt jetzt genau mit den 11.000. Ich brauche auf jeden Fall mehr Tanks. Ich brauche mehr von dem. Das ist dein Ernst, das ist hier nicht rein. Alter. Dem hier. Hier. Passt das dann wenigstens hier rein? Auch nicht. Aber dann können wir noch ein paar von dem hier bauen. Wird es ja eigentlich auch schon erschöpft, das ganze Feld. Dann können wir mal ganz kurz nochmal in die Aufträge reingucken. Ja, das machen wir mal. Dann geht es 30 Tage.
Alles gut. Ab. Ja, den können wir noch unterzeichnen. Laufende Verträge. Ab wann? 1. Dezember, 29. November. Und auch irgendwann im Dezember. Wir müssen gucken, dass der hier nicht verschwindet. Oh, 1300. Was ist jetzt? Szenario erfolgreich abgeschlossen. Gut. Also, haben wir sozusagen einmal das Tutorial durchgespielt. Und ich muss sagen, wenn man einmal drin ist, man bekommt sehr, sehr schnell Geld. Sehr, sehr viel Geld, ziemlich schnell. Und dann kann man natürlich auch auf die ganze Welt sich ausbreiten. Haben wir ja gesehen in der Weltkarte. Aber das war's erstmal hier für den ersten Einblick in Oil Enterprise. Ja, kostet derzeit, glaube ich, 20 Euro auf Steam oder auch im Handel. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.